Geht los, jetzt machen wir hier die Musik an. Und Anstoß, wir haben Clutch King gegen Lewis Place. Das waren die beiden Spieler. Und da ist Captain Ghost Rookie, Leon. Ich müsste aber kurz sagen, ob das Spiel jetzt zu laut ist, ob ich das ein bisschen leiser drehen musste. Wir haben jetzt 10 Sekunden gespielt, 15 Sekunden gespielt. Wir sind aktuell in der orangenen Hälfte und spielen über die Seite in die blaue Hälfte. Und Blau versucht zu klären. Orange ist aber da. Obi hat ihn fast reingemacht. Blau steht sich gerade auf den Füßen. Bringt den Ball nochmal in die Mitte. Und da ist Lewis Place direkt dran. Aber Blau klärt zur Seite. Orange hält ihn vorne. Und der Clutch King trägt ihn nach vorne. Auf Richtung Orange. Lewis Place cleart ihn ganz knapp. Da ist der nächste Clutch King. Und er wird schon wieder geklärt und dann kommt der God Zero und er schießt nochmal auf. So, das ist der dritte Schuss auf Orange innerhalb von 2 Sekunden und jetzt ist das Tor passiert. Ich sag einfach, dass das Clutch King ist. Da ist zwar ein X drin, aber ich kann dieses X da drin nicht aussprechen. Deswegen, Clutch King hat ein Tor gemacht für Re Gaming. Es steht 1:0 nach nicht mal einer Minute. Und jetzt sehen wir den nächsten Anstoß. Lewis Place gegen Wildcard und Wildcard wird kaputt gemacht. Das ist aber frech. Obi hat ihn direkt zum Gegner getragen. Der Gegner hat auch direkt aufs Tor geschossen. Aber jetzt Orange trägt ihn in die Mitte. Obi hält ihn in der Mitte. Lewis Place trägt ihn zur Seite. Clutch King macht erstmal wieder Obi kaputt. So wie sich das gehört. Und God Zero bringt ihn in die Mitte. Kein Teammate da. Lewis Place trägt ihn weg. Aber God Zero bringt ihn wieder in die Mitte. Er hat versucht vom Ceiling zu droppen. Den Drop hat er hinbekommen. Nur den Ball hat er nicht getroffen. Und Wildcard hat das Tor nicht ganz getroffen. Hat ein ganz klein bisschen daneben geschossen. Obi bringt ihn zu dem God Zero. Lewis Place versucht ihn zu clearen. God Zero rotiert nach hinten. Clutch King versucht dran zu gehen. Sind sie sich nicht ganz einig. Clutch King trägt ihn in die Mitte. Versucht ihn zu clearen, aber Obi ist da. Und jetzt ist Wildcard da. Der Ball ist immer noch heiß. Der Ball ist heiß in der blauen Hälfte und im Tor. Da hat der Captain Ghost Rocky, der Leon, hat ein gutes Tor gemacht. Es steht jetzt 1:1 nach der nächsten fast 2 Minuten. Heißt, jetzt ist in jeder Minute, kurz vor Ende der Minute, ein Tor passiert. Und jetzt kommt der nächste Anstoß. Direkt das erste Spiel, denkt dran, es ist Best of Three. Das erste Spiel fängt direkt mit einem Gleichstand an. Und der Gleichstand wurde fast schon wieder vernichtet mit Lewis Place, der fast ein Tor geschossen hat. Und jetzt halten sie den Ball gerade im Eck. Obi rotiert nach hinten, hält sich bereit. Clutch King fliegt drauf, bringt den Ball über die Seite. Noch ist er nicht in der Mitte und Captain Ghost Rocky kümmert sich darum, dass das sich auch nicht ändert. God Zero nimmt ihn entgegen, aber Captain Ghost Rocky hält ihn. Hat tatsächlich Blau geholfen, eigentlich. Wird dafür auch direkt von Obi durch die Gegend gebammt. Aber jetzt kommt Captain Ghost Rocky, geht auf den Block. Bringt nicht viel, der Ball liegt immer noch da. Clutch King bringt ihn in die Mitte. Und Wildcard mit einem sanften Touch macht das 2:1. Und wir haben noch 2 Minuten 21 zu spielen. Jetzt können wir hier sehen, Wildcard mit einem ganz seichten Reifentoucher hat ihn ins Tor gedrückt. Und der nächste Anstoß, Obi gegen Godzero. Lego. Entschuldigung. Lewis Place versucht ihn zu spielen, Wildcard hindert ihn daran. Und jetzt ist der Ball gerade auf der Seite, jetzt ist der Ball vom Tor, die schon wieder vor dem orangenen Tor. Obi versucht ihn zu halten, kommt aber nicht an Wildcard vorbei. Wildcard mit Hilfe von Clutch King hier noch einmal schön das Tor. Hatte Obi keine Chance, den zu halten. Wildcard hatte quasi freie Wahl, in welches Eck. Der nächste Anstoß. Dieses Mal waren 4 Leute vorne. Clutch King hat den Ball in die richtige Richtung getragen. God Zero, apropos tragen, trägt ihn erstmal von der Wand weg. Bringt ihn in die Mitte. Wildcard schlägt ihn Richtung Orange. Er ist im Eck. Kommt er auch zum Tor? Nein. Lewis Place haut ihn in die richtige Richtung. Captain Ghost Rocky bringt ihn aufs Tor, aber nicht ins Tor. Entsprechend der Punktestand 3:1. Orange muss noch 2 Tore machen. Sonst sieht die erste Runde düster aus.
Rotzer Lego stört Orange beim Clear und Clutch King bringt ihn hier in die Mitte und fast ins Tor. Das wäre fast das 4:1 geworden. Obi fährt erstmal rückwärts. Rotzer Lego bringt ihn wieder übers Eck und Orange cleart. Oh, da kommt Captain Ghost Rocky mit dem Redirect. Das wäre auch ein Tor gewesen, wäre da kein Gegner. Aber das ist nicht Rocket League. In Rocket League steht immer ein Gegner. Obi versucht den Block, kriegt den Block nicht ganz hin, kassiert direkt das nächste Tor dafür. 4:1. Eine Minute haben sie noch. Ja. Hier haben wir Keyboard Crabs gegen Re Gaming. Re Gaming 4:1 in Führung. Re Gaming auf der blauen Seite Wildcard. Den Touch wieder in Richtung Orange. Orange, wie immer, den Ball dann in Richtung Blau. So verlaufen die meisten Anstöße. Interessant wird es, wenn der Ball in der Mitte liegen bleibt. Das passiert aber tatsächlich seltenst. Und Gotzer Lego bringt den Ball schön getragen vor das gegnerische Tor. Aber Obi versucht ihn zu clearen. Gotzer Lego hilft ihm dabei. Der Ball liegt jetzt in der blauen Ecke. Und Clutch King versucht den Ball rauszuhalten. Obi versucht zu reagieren. Der Ball liegt immer noch in der Ecke. Jetzt ist er theoretisch immer noch in der Ecke. Jetzt ist er in der Mitte. Okay, Lewis Blaze hat sich entschieden, die Ecke nervt. Wir gehen in die Mitte. Captain Ghost Rocky wollte ihn wieder ins Eck tragen, aber der Ball bleibt in der Mitte. Captain Ghost Rocky schießt aufs Tor. Clutch King kriegt ihn gecleared und Obi hat ihn vorne gehalten. Ja, Captain Ghost Rocky bringt ihn nochmal nach vorne, liegt vor dem Tor. Gott sei Lego ohne Boost. Obi dafür mit Boost, kommt geflogen, versucht den Ball zu treffen, hat ihn nicht getroffen. Captain Ghost Rocky trifft ihn auch nicht. Wir haben den ersten Sieger, Re Gaming 4:1 im Best of 3. Fängt es gut an. Mit einem 4:1. Da sind wir doch mal direkt ready für die nächste Runde und auch heiß drauf. Ich möchte sehen, ob Re Gaming das so weiterhält und jetzt mit der gleichen Geschwindigkeit das nächste Spiel auch noch für sich entscheidet. Oder ob wir direkt oder ob wir wieder ein Spiel sehen, wie, jetzt habe ich es wieder weggedrückt, hier, wie die letzten Runden, dass einfach Spiel 2 und 3 richtig knapp werden. Das würde ich mir natürlich wünschen. Lewis Blaze trägt den Ball erstmal nach vorne. Er wird auch im blauen Eck gehalten. Das haben wir letzte Runde auch gut gesehen. Ich habe wieder keine Namen. Ich hätte gerne Namen. Kriege ich denn die jetzt? Jetzt habe ich Namen. Captain Ghost Rocky kämpft gegen Gotzer Lego. Kriegt den Ball aber auch nicht so ganz. Clutch King hat ihn geclear. Jetzt haben wir Lewis Blaze. Der versucht, den Ball in die Mitte zu bringen. Er bringt ihn in die Mitte aufs Tor. Aber Clutch King kriegt ihn gecleared. Und Wildcard trägt, hat versucht, ihn zu tragen. Jetzt liegt der Ball einfach in der Mitte. Sie schieben sich ein bisschen vor sich hin. Captain Ghost Rocky bringt den Ball aufs Tor. Und Gotzer Lego hat ihn liegend. Bringt sich gerade noch auf den Boden. Wildcard bringt den Ball nach vorne. Und Lewis Blaze hält ihn erstmal auf. Jetzt liegt er im orangenen Eck. Wartet auf Abholung. Clutch King versucht, diese Abholung zu sein. Hält aber eher Lewis auf. Was im Endeffekt aber auch nicht viel gebracht hat. Hat nur Zeit gekostet. Noch steht es 0:0. Die erste Minute ist vorbei. Damit haben wir schon mal weniger Tore pro Minute als letzte Runde. Der Ball im blauen Eck. Clutch King trägt ihn in die Mitte. Wildcard trägt ihn aufs Tor. Aber Captain Ghost Rocky kriegt ihn zur Seite. Und kriegt den Clear nicht ganz hin. Da fällt er oben an die Decke. Wäre ein Gegner da gewesen, hätte das gefährlich werden können. Aber Gott sei Dank wird kaputt gemacht. Da wird der Wand-Slash-Ceiling-Attempt direkt zerstört. Und Blau kriegt den Ball auch geklärt. Da hat Lewis Blaze das Play von Captain Ghost Rocky gestört. Das hätte ein Tor werden können. Wildcard bringt ihn nochmal zur Seite. Aber das stört Captain Ghost Rocky nicht. Der macht einfach weiter. Clutch King geht ihn zur Seite. Gott sei Lego macht weiter. Und jetzt hat Blau erstmal Platz. Entscheidet sich aber, den Ball an Lewis Blaze abzugeben. Und da hat Blau den Ball gesaved. Wildcard von Re Gaming. Hier Re Gaming in Blau. Keyboard Crabs in Orange. Und Re Gaming macht das Tor. Gott sei Lego hat den fast alleine. Clutch King hat mitgemacht hier. Der schöne Pass von Clutch King zur Seite. Und Gott sei Lego war genau da. Und Captain Ghost Rocky keine Chance. Das 1:0 nach 2 Minuten 4 Sekunden. Jetzt kommt der nächste Anstoß. Und wir sehen Wildcard gegen Lewis Blaze. Der Anstoß ziemlich in der Mitte. Captain Ghost Rocky fährt drauf.
Und da bleibt der Ball erstmal vor dem blauen Tor. Wird aber auch direkt ins rote, zum roten Tor. Nicht ins rote Tor. Wurde nämlich geklärt. Von, habe ich jetzt vergessen, Captain Ghost Rocky stört den Clear, schiebt ihn aber zu weit für seinen Kollegen. Da liegt er immer noch in der Mitte. Wildcard trifft ihn nicht und ist jetzt ohne Boost. Dafür muss Clutch King weitermachen. Und Clutch King macht auch weiter, aber Orange klärt ihn und es läuft aufs blaue Tor zu. Gott sei Lego hat ihn. Das wäre peinlich geworden, wenn das der Ausgleich gewesen wäre, aber ich fände es lustig. Okay, jetzt haben wir zwei Demos. Captain Ghost Rocky macht Wildcard kaputt, Gott sei Lego macht Obi kaputt. So hört sich das. One for one. Oh, jetzt macht Clutch King Captain Ghost Rocky kaputt. Da muss gleich die nächste Demo kommen. Und Wildcard kriegt den Clear nicht. Damit ist der Ausgleich nach 3 Minuten. Problemlos. Von Lewis Plays hier einmal über die Wand. Da kam der Hit nicht ganz. War nicht hilfreich, leider. So, jetzt Anstoß Clutch King gegen... Oh, Clutch King fährt nicht. Wildcard fährt gegen Captain Ghost Rocky. Clutch King holt sich gleich an die Wand. Lewis Plays bringt ihn nochmal in die Mitte. Tatsächlich für den Clutch King. Gott sei Lego war schon fast da. Wildcard steht da in der Mitte, hat sich den Boost geholt. Und Captain Ghost Rocky bringt ihn aufs blaue Tor zu. Aber, oh, Wildcard kriegt den Clear nicht hin. Dadurch ist jetzt Keyboard Krabs in Führung durch Captain Ghost Rocky. Da war der Safe nicht safe genug. Gut, da haben wir gleich den nächsten Anstoß. 2:1. Noch 1 Minute 48 zu spielen. Captain Ghost Rocky gegen Clutch King. Clutch King kriegt ihn einfach durch. Aber Lewis Plays war da. So einfach kommt man nicht auf die orange Seite. Die sind in Team 2 echt in Form. Team 1 war quasi in Spiel 2 echt in Form. Spiel 1 war zum Einspielen. Spiel 2 ist jetzt. Jetzt geht's quasi los. Jetzt hat's Regaming nicht ganz so einfach. Aber Wildcard versucht es trotzdem. Auf sein eigenes Tor. Das tut mir natürlich leid, das hätte ich anders formulieren müssen. Lewis Plays versucht's. Aber Clutch King versucht den Clear, da ist der Ball aber heiß und bleibt heiß. Captain Ghost Rocky kommt aber nicht an Wildcard vorbei. Obi spielt ihn nach vorne, ist schon wieder vor dem blauen Tor. Aber Gott sei Lego kriegt den Safe. Wildcard lieber nicht aufs eigene Tor spielen. Clutch King kriegt ihn auch nicht weg. Gott sei Lego versucht rückwärts und Wildcard versucht vorwärts. Das hat schon besser geklappt. Clutch King hält ihn auch nochmal im Eck. Aber der Ball bleibt gruselig. Gott sei Lego fährt drauf. Ganz viel Boost wird hier verschwendet. Wobei nicht verschwendet, eher verwendet. Hier wird kein Boost verschwendet. Jeder Boost ist wichtig. Lewis Plays bringt ihn nochmal in die Mitte. Clutch King klärt ihn jetzt zur Seite. Jetzt ist hier nicht mehr so stressig. Gott sei Lego bringt ihn in die Mitte. Da ist die nächste Demo. Ich glaube, jetzt sind sie wieder gleich. Jetzt hat jedes Team zweimal gedemot. Lewis Plays bringt ihn ganz langsam. Clutch King hat aber nicht so viel Zeit und stört deswegen. Captain Ghost Rocky bringt ihn jetzt über die Wand in die Mitte zu Gott sei Lego. Das war nicht das Ziel. Und da ist die nächste Demo. Jetzt sind wir auf jeden Fall nicht mehr gleich. Jetzt hat Orange deutlich mehr gedemot, nämlich einmal mehr. Aber, was soll man sagen? 2:1. Noch 2 Sekunden. 1 Sekunde. Und damit steht das 2:1. Jetzt haben wir Gleichstand im Best of 3. Jetzt haben wir die Keyboard Krabs gegen Regaming im Gleichstand. Und wir gehen in Spiel 3. Leider nicht so schnell, wie ich es gerne hätte. Die Leute müssen sich erstmal sammeln. Erstmal kurz einen Schluck trinken. Und dann geht's auch gleich weiter. So. Einmal wieder auf Spectate drücken. Einmal wieder ein bisschen auf H drücken. Reicht das schon? Oh, das wäre, glaube ich, schon perfekt gewesen. Ja. Das ist schon perfekt. Okay, Captain Ghost Rocky macht den Anstoß. Clutch King hat ihn zur Seite geblockt. Lewis Plays bringt ihn gleich in die Mitte. Da haben wir das erste Tor nach 4 Sekunden. Das war ganz schön schnell. Schön mit der Champion-Explosion von der letzten Season. Das will man doch sehen. Hier das Tor knapp unter die Latte. Schön mittig. Und direkt der nächste Anstoß. Gott sei Lego gegen Lewis Plays. Der Anschluss, oh, ins weite blaue Eck und damit in die blaue Mitte. Obi nicht ganz in der Lage, den Ball Richtung Tor zu bringen. Aber Lewis Plays versucht es zumindest ins Eck. Gott sei Lego ist da, aber der Ball bleibt. Jetzt bringt Clutch King ihn als Gegenangriff. Obi versucht den Clear. Der Clear funktioniert an die Latte.
Damit ist der Ball noch da, aber Captain Ghost Rocky macht ihn erstmal weg. Und macht ihn noch weiter weg über die Wand. Aber Wildcard bringt ihn wieder über das Eck in die Mitte. Clutch King wartet auf seine Chance und kriegt seine Chance. 1:1. Nach einer halben Minute und 6 Sekunden. Das Spiel bleibt genauso spannend wie Spiel 2. Spiel 1 war wirklich nur zum Einspielen. Und in Spiel 3 ist alles offen. Jeder hat einmal gewonnen. Wer jetzt hier verliert, der ist raus. Und wir haben den Anstoß auf blauer Seite. Gott sei Lego nimmt ihn sich mit. Obi bringt ihn über die Seite, über das Eck in die Mitte. In seine eigene Mitte. Aber Louis Blaze cleart ihn erstmal raus. Clutch King ist da, um ihn an der Wand zu halten. Der versucht, den Ball gefährlich zu halten, den Angriff zu unterbrechen. Louis Blaze überlegt noch, ob er sich den Ball nimmt. Ohne Boost ist das allerdings schwierig. Captain Ghost Rookie verfehlt ihn. Und da ist der Captain Ghost Rookie wieder mit seinem Ball vor seinem blauen Tor. Also vor dem Gegnertor aus seiner Sicht. Obi bringt ihn auch nochmal. Der Ball ist immer noch heiß. Gott sei Lego wird von Clutch King zur Seite gedrückt. Und sie hauen den Ball zur selbigen. Captain Ghost Rocket nimmt ihn entgegen. Mhm. Und Obi versucht es auch nochmal. Der Ball kommt steil. Zu steil für Captain Ghost Rocket. Gott sei Lego trägt ihn über die Wand. Ja, wohin will er ihn tragen? In das Eck will er ihn tragen. Louis Blaze ist direkt da. Nimmt ihn ganz geschmeidig auf den Boden. Captain Ghost Rocket übernimmt. Und Clutch King übernimmt. Damit ist er wieder im blauen Besitz. Jetzt ist er wieder im orangenen Besitz. Im Rocket League geht das immer ganz schön schnell. Gott sei Lego trägt ihn... Also haut ihn Richtung orangenes Tor. Captain Ghost Rocky hat ihn problemlos und versucht den Bounce auch mitzunehmen. Und da ist auch kein Obi, sondern ein Gott sei Lego nimmt ihn problemlos. Hier haben wir eine Demo und das 2:1 nach 2 Minuten. Damit ist Regaming in Führung. Jetzt ist die Frage, können sie die Energie aus Spiel 1 nochmal zusammenbringen, um die Führung noch weiter auszubauen? Oder wird Keyboard Krabs das übernehmen und noch aufholen und dann entsprechend auch nachlegen? Wildcard versucht es mit einem Redirect, hat nicht ganz funktioniert. Captain Ghost Rocky cleart ihn erstmal. Oh, da wird Louis Blaze ein bisschen gestört. Obi bringt ihn in die Mitte. Clutch King hilft dabei, aber Gott sei Lego trägt ihn weiter in die orangene Seite. Da jetzt vor dem orangenen Tor. Wildcard steht bereit, aber dreht ab. Genau wie Clutch King, da wollte keiner wirklich drauf fahren. Obwohl Obi für den Block bereitstand. Gott sei Lego nimmt ihn hoch und bringt ihn Richtung Tor. Obi cleart ihn zur Seite. Gott sei Lego ist noch da, trifft aber den Ball nicht. Dreht ab. Wildcard dreht auch ab. Captain Ghost Rocky jetzt alleine. Bringt ihn nicht ganz in die Mitte. Louis Blaze hält ihn vorne. Clutch King weiß nicht, was er machen will. Bringt ihn jetzt zu Obi. Aber Gott sei Lego ist schneller. Und damit nicht zu Obi, sondern über Obi. Und dann sind wir auch schon wieder im orangen Eck. Gott sei Lego gegen Captain Ghost Rocky. Captain Ghost Rocky gewinnt das Duell, aber Clutch King jetzt schon wieder am Fliegen. Und das nächste Duell, das Captain Ghost Rocky gewinnt. Und da ist er schon wieder und hat dieses Mal kein Duell gewonnen, sondern einen Flug geschafft. Da ist Obi, bringt ihn über die Wand, aber Clutch King hilft dabei, dass der Ball nicht in die Mitte kommt, sondern eben in die gegnerische Mitte. Aber Obi bringt ihn jetzt nochmal über die Wand. Kriegt er das hin? Ah, Gott sei Lego stört ihn dabei. Jetzt versucht Gott sei Lego über die Mitte. Ja, nein. Okay. Jetzt Obi versucht den Clear. Gott sei Lego trifft den Ball nicht, um den Clear zu stören. Louis Blaze trägt den Ball in Richtung Tor. Aber der Clutch King, der hält den Torschuss auf. Obi versucht den Pass, den Ball zu stören. Jetzt sind wir wieder hier im Eck. Okay. Ah, Obi trifft den Ball, versucht es über die Wand, kriegt er ihn in die Mitte? Nein. Okay, wir haben noch eine Minute zu spielen. Bisschen mehr als eine Minute. Wir brauchen noch ein Tor von Keyboard Krabs. Ja, Captain Ghost Rocky versucht den Ball gefährlich zu halten. Wobei, nee, versucht den Ball zu retten, damit Louis Blaze ihn gefährlich machen kann. So rum. Und Captain Ghost Rocky bringt ihn direkt in die Arme von Clutch King. Louis Blaze versucht das gleiche, sind diesmal die Arme von Wildcard. Da funktioniert die Rotation auf jeden Fall. Obi versucht den Clear, stört dieses Mal seinen eigenen Kollegen. Und da haben wir das Gegentor. 2:2 mit der schönen Ballexplosion. Ich weiß leider nicht, wie sie heißt, weil ich sie nicht habe. Hier, Captain Ghost Rocky, der Schuss. Ja, das war doch ganz schön.
2:2, noch eine halbe Minute und keine Entscheidung hier. Der nächste Anschluss, Clutch King gegen Captain Ghost Rocky auf die blaue Seite. Blau hat ihn. Lewis Place bringt ihn zu Captain Ghost Rocky. Ein wunderschöner Pass, leider in die Arme von Blau, von Clutch King. Lewis Place versucht's, trifft den Ball nicht. Kritisch, kritisch, Wildcard versucht den Schuss, aber Captain Ghost Rocky ist da. Dieses Mal Gott sei Lego, nimmt ihn geschmeidig an, aber Lewis Place stört ihn. Wildcard. Wildcard versucht den Ball zu treffen, kriegt ihn nicht. Das riecht nach Overtime. Captain Ghost Rocky nochmal gegen Gott sei Lego. Ball liegt in der Mitte, Ball ist auf dem Boden, Overtime. Hier kommt der Anstoß. Von ganz hinten, Gott sei Lego gegen Captain Ghost Rocky. Ball liegt in der Mitte, Ball ist jetzt bei Obi. Obi schießt in die Ecke, Captain Ghost Rocky schießt in die Mitte, aber da ist kein Kollege mehr, um schnell zu reagieren. Clutch King, beide nicht. Obi und Captain Ghost Rocky versuchen, den Ball ins Tor zu kriegen. Wildcard stört sie dabei. Lewis Place bringt ihn an die Seite. Ja, und Wildcard stört ihn dabei. Captain Ghost Rocky versucht das gleiche nochmal. Dieses Mal ist Clutch King da. Jetzt muss Obi reagieren. Ja, der Ball ist weg. Gott sei Lego bringt den Ball wieder hin. Lewis Place, nein. Obi, ja. Jetzt Clutch King, Gott sei Lego, irgendwer. Clutch King nimmt ihn. Aber es ist ja auch kein Stress. Es ist ja Overtime. Die läuft ja nicht aus. Aber das nächste Tor zählt. Wenn das Tor gefallen ist, dann ist die Overtime vorbei. Und da ist die Overtime vorbei. Da hat Lewis Place Keyboard Crabs haben wirklich das Spiel 3 geholt und damit das Best of 3 und kommen damit in das Upper Bracket Round 1.